Hallo, Markus hier von markusfotos.de. Herzlich willkommen zu einem neuen Fotokritik-Video. In allen Fotokritik-Videos und so auch in diesem geht es nicht darum, eure Fotos schlecht zu machen oder euch als Fotograf doof dastehen zu lassen. Es geht mir nur darum, eure 5 besten Fotos anzuschauen und euch einfach zu sagen, was ich darüber denke, was ich persönlich vielleicht anders gemacht hätte. Das bedeutet nicht, dass das die einzige Wahrheit ist, sondern ihr könnt für euch selber entscheiden, ob ihr die Vorschläge, die ich vielleicht habe, gut findet und beim nächsten Foto vielleicht auch beachten wollt oder ob ihr sagt, lasst den reden, so wie ich das gemacht habe, finde ich das schon genau richtig. Also, es liegt an euch und mehr sollen die Videos auch nicht sein, euch eine Möglichkeit zu geben, mal zu hören, wie jemand anderes eure eigenen Fotos sieht. Hier an der Seite findet ihr kleine Vorschaubilder mit den Fotosets, die ich mir heute angeschaut habe und zu denen ich heute eine Kritik abgegeben habe. Wenn ihr ungeduldig seid, klickt einfach auf eins dieser Bilder, um sofort zu dieser Kritik zu springen. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, schaut einfach weiter, dann seht ihr eine Kritik nach der anderen. Es ist so ein bisschen wie ein DVD-Menü. Wenn euch das Video gefallen hat, seid doch so nett und drückt auf den Abonnieren-Knopf, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Oder gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, kommentiert auch etwas darunter, was ihr zu den Fotos meint. Und vielleicht shared ihr das Video auch einfach bei Facebook. Ich danke euch fürs Zuschauen und jetzt viel Spaß mit der Kritik. Peter hat uns Fotos geschickt und dazu auch was geschrieben auf die Frage, was möchtest du uns über deine Fotos sagen? Und er hat geschrieben, tja, eine schwere Frage. Ich bin ein Hobbyfotograf, der an einem Punkt angekommen ist, wo es keinen Schritt mehr weitergeht. Fotos machen, Fotos bearbeiten und immer die gleiche Anzahl an Bewertungen bekommen in den verschiedenen Communities. Bisher ist es aber nicht gelungen, das Foto zu machen. Die Bilder laufen im Prinzip immer auf den gleichen Stil hinaus. Nicht, dass dies nicht gut wäre, jeder hat ja seinen Stil, aber es muss ja eine Veränderung stattfinden. Achtung, alle Fotos sind mit Photoshop bearbeitet. Falls dies nichts für deine Videos ist, ist das auch vollkommen okay für mich. Alle Fotos sind ganz normal entstanden, ohne Aufheller, ohne sonstige Hilfsmittel, außer einem Blitz. Grüße aus Hessen, Peter. Ja, Peter, dass die mit Photoshop bearbeitet worden sind, ist überhaupt kein Problem. Wenn das ein Verbrechen wäre, müsste ich mich auch schuldig bekennen. Ich mache das auch gerne mit meinen Fotos, sicherlich auf eine etwas andere Art und Weise, als wie du das machst. Aber nichtsdestotrotz packe ich die auch in Photoshop. So, fangen wir mit dem ersten Foto an. Ich finde das ehrlich gesagt ein sehr interessantes Bild, weil auf den ersten Blick würde ich nicht sagen können, ob es sich um ein Foto oder vielleicht um ein Gemälde handelt. Mir gefällt dieser Stil, wie es umgesetzt ist. Auch wenn jetzt vielleicht von dem ursprünglichen Foto, so wie es mal aus der Kamera kam, nicht mehr so viel zu erkennen ist, kann man aber doch zumindest sagen, dass das Ausgangsmaterial vollkommen okay war, gerade, scharf, gut belichtet und so weiter. Dann hast du das Ganze mit einer besonderen Tönung versehen. Ich vermute einfach mal Himmel eingefügt, die Vögel oben in den Himmel eingefügt, Dunst eingefügt, all das hinzugefügt, was diesen Reiz des Bildes auch ausmacht. Gefällt mir insgesamt sehr, sehr gut und ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich daran kritisieren soll. Fällt mir nichts Negatives zu ein. Deswegen gehen wir einfach weiter zum nächsten Foto. Ja, zu diesem Foto fällt mir schon was mehr ein, was ich auch dazu sagen kann, was mich stört, was mich wundert. Zum einen erstmal wieder eine sehr gute Grundbearbeitung, was die Hauptperson auf dem Foto angeht. Ich nehme mal an, dass es sich um ein Selbstporträt handelt und aus den Fotos, die gleich noch kommen, leite ich einfach mal ab, dass die Dame, die dir da oben im Kopf steckt, deine Frau ist und dass das Kind ja auf der Schulter, nenne ich es jetzt mal, dein Sohn ist. Ja, also die Grundbearbeitung, eben dieses Graue, dieses ja, Beschädigte, ist erstmal sehr, sehr gut geworden, muss ich sagen. Was mir dann so ein bisschen nicht gefällt, ist der Hintergrund, weil er wird eigentlich dem Rest der Bearbeitung nicht gerecht. Der ist mir ein bisschen zu simpel. Da wäre es einfach cool gewesen, wenn du noch etwas gefunden hättest, was ein bisschen mehr hergibt, was dem Ganzen noch ein bisschen mehr Detail gibt oder vielleicht auch deutlicher noch macht, warum du so ausgetrocknet bist, weil für mich hat dieses Foto hat es zwei verschiedene Deutungen, die man darin finden kann. Und ich fange jetzt mal mit der negativen Deutung an, weil ich glaube, die soll es nicht sein und deswegen möchte ich mit der positiveren Deutung schließen. Man kann natürlich sagen, erstmal sieht es aus wie Einschusslöcher. Du wirkst also irgendwie dadurch beschädigt,
vielleicht sogar getötet. Dazu kommt noch dieser ausgetrocknete, vielleicht auch als ausgebrannt zu deutende Look. Und jetzt im Zusammenhang mit dem Foto von deiner Frau und von deinem Kind auf dem Körper in diesen Einschusslöchern könnte man daraus lesen, dass die Ursache sind. Und ich glaube, das ist aber nicht das, was du sagen willst. Ich glaube, du wolltest hauptsächlich eine coole Bearbeitung machen. Und dabei ist dieser ausgetrocknete Look rausgekommen. Und möchtest dann aber auch sagen, dass dir deine Frau nicht aus dem Kopf geht, was durchaus positiv ist. Und du möchtest eigentlich wahrscheinlich auch sagen, dass dir das Kind am Herzen liegt. Dummerweise liegt es dir aber auf dem Schlüsselbein. Und das ist das, was ich daran kritisieren möchte. Ich persönlich hätte es cooler gefunden, wenn von dir, also von dem Hauptmotiv mehr zu sehen wäre, also bis auf die Brust herunter, dann hättest du auch die Möglichkeit gehabt, deinen Sohn auf der Brust, auf dem Herzen zu platzieren, was, glaube ich, die Bedeutung des Fotos sein soll. Dann irgendwie als kleinen Kritikpunkt, weil du ja so sehr auch an der Bearbeitung feilst, deswegen das auch gesagt. Für mich ist die Qualität der Einarbeitung der beiden Personen, wird der Qualität der Bearbeitung der Hauptperson im Vergleich nicht gerecht. Weil es sieht so ein bisschen für mich aus, nicht als würden die beiden Personen quasi in dir drin sein, so wie es ja auch aussehen soll, sondern es sieht so, für mich so aus, als wären sie obendrauf gelegt, einfach nur. Und es liegt, glaube ich, daran, dass diese Löcher, die da aufgetan worden sind, für mich keine Tiefe haben. Also man sieht, mit Verlaub gesagt, nicht, dass du quasi von innen hohl bist und die zwei da drin sitzen, sondern es sieht wirklich so aus, als wären sie draufgeklebt. Das könnte man an dem Punkt noch verbessern. Also die Einarbeitung hier der beiden Personen könnte man sicherlich verbessern und man sollte oder du solltest nochmal darüber nachdenken, was du mit dem Hintergrund machst. Würde mich freuen, von dem Bild nochmal eine Version 2 zu sehen. Gehen wir zum nächsten Foto. Dieses Foto habe ich schon mal gesehen. In der User Group hast du es, glaube ich, mal gepostet. Damals wurde von anderen und vielleicht auch von mir, ich weiß es gar nicht mehr, auch angemerkt, richtig scharf ist es nicht. Hier wäre es interessant, EXIF-Daten zu sehen, die es zu dem Foto leider nicht gibt. Dann hätte man mal so ein bisschen herausfinden können, ob wir es hier mit einem Fehlfokus zu tun haben oder ob vielleicht eine Bewegungsunschärfe ist oder ähnliches. Ansonsten gefällt es mir gut. Es hat diesen kühlen Look, den man noch erwarten würde am Meer. Ich vermute, dass es hier am Meer ist, soweit man es noch aus dem Hintergrund lesen kann. Positionierung auf dem Foto gefällt mir gut. Blick, ist es kein Fotoshooting, sondern ein Schnappschuss. Blick guckt so ein bisschen nicht so begeistert davon, fotografiert zu werden. Wenn es also ein Fotoshooting wäre, würde ich das bemängeln. Aber da es ein Urlaubsschnappschuss in Anführungsstrichen ist, finde ich das sehr gut gelungen. Ja, nächstes Foto und dieses Foto und das, was danach kommt, macht auch so ein bisschen, finde ich, einen Bearbeitungsstil aus, der für dich besonders ist. Und zwar, dass du ein sehr, ich meine das jetzt positiv, eigenartigen Umgang mit der Schärfe hast. Und damit meine ich Folgendes. Normalerweise würde man ja so nach Lehrbuch in Anführungsstrichen bei einem Porträt versuchen, den Hintergrund möglichst unauffällig, möglichst unscharf zu bekommen. Du hast dir das Gegenteil gemacht. Also entweder ist das eine Pflanze, die so eigenartige Blätter hat, die so extrem scharf und akzentuiert aussehen, oder du hast hier einfach irgendwie bearbeitet, und ich vermute, letzteres ist der Fall. Das sorgt einfach dafür, dass diese Blätter so einen sehr surrealistischen Eindruck vermitteln, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und auch hier auf den Haaren deines Modells sieht man einfach, dass hier extrem, extrem scharf, extrem viel Klarheit drin ist, was mir sehr, sehr gut gefällt, weil es zusammen einen sehr eigenartigen, sehr besonderen Look erzeugt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was man noch kritisieren könnte, ist Positionierung des Kopfes auf dem Bild. Da könnte das Ganze ruhig etwas weiter oben sein. Und was mir auffällt, hier die Kleidung, das sieht hier so ein bisschen aus, als würde das komisch sitzen, eigenartig sitzen. Ich weiß nicht, ob es normalerweise so sein soll oder nicht, aber so grundsätzlich an der Stelle mal, wenn ihr Personen fotografiert, vor dem Abdrücken auf dem Auslöser auch immer mal die Kleidung checken. Also die Klassiker, ne, sitzt nicht sitzt die Frisur, sitzt die Krawatte. Ist es gerade geknöpft oder ist hier vielleicht ein Knopfloch übersprungen worden? Spannt es irgendwo? Sieht es irgendwo eigenartig aus?
Das auch immer mal checken, am besten noch bevor man die Kamera irgendwie ans Auge tut, weil durch den Sucher sieht man sowas schlechter, als wenn man wirklich die Person mal so von oben bis unten abscannt. Da kann man auch gleich mal schauen, ob da noch irgendwelche Schildchen rausgucken, Fluseln sind etc. Ja, wie gesagt, mir gefällt dieser Stil und das nächste Foto geht da mal so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ich finde es sehr, sehr cool, weil es einfach so einen fast schon comicartigen Stil hat, der mir sehr gut gefällt. Ich glaube, dass hier auch eine sehr interessante Bearbeitung stattgefunden hat, denn die Unschärfe im Hintergrund, glaube ich, ist so nicht original, sondern ist von dir quasi per Pinsel, per Maske eingefügt worden, einfach nachträglich. Ich glaube, dass so ein bisschen hier an der Kante zwischen dem Hintergrund und der Kleidung festmachen zu können. Wie gesagt, es ist so ein bisschen das, was daran irritiert. Also wir haben diese extreme Schärfe auf den Personen, auf den Gesichtern und dann eine, finde ich, dafür zu starke Unschärfe im Hintergrund. Also zu stark meine ich jetzt gar nicht als Kritik, sondern das ist das, was das Foto so anders macht, warum man da drauf guckt und so ein bisschen irritiert ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde gerne wissen, ob du hier die Augen mit dem verflüssigen Werkzeug ein bisschen größer gemacht hast, um diesen Comic-Stil zu erreichen, oder ob dein Sohn tatsächlich so weit die Augen aufreißen kann. Als Kritikpunkt noch, was die Positionierung angeht, lass unten ein bisschen mehr Platz bei so einem Foto, weil die Mutter hier das Kind ja wirklich so an sich drückt mit den Armen und das geht hier so ein bisschen verloren, diese Informationen, weil der Arm und die Hände hier so früh abgeschnitten worden sind. Man hat dann hier ihren zusätzlichen Daumen, der nicht so richtig klar wird, wo der herkommt. Also dadurch die Arme dran lassen, damit dieses Knuddeln, was da stattfindet, irgendwie deutlicher wird. Ja, das waren deine 5 Fotos. Jetzt möchte ich noch was zu dem sagen, was du ja geschrieben hast, dass du sagst, es ist immer dasselbe. Und wenn du jetzt ein Profifotograf wärst, dann würde ich sagen, hey Mensch, sei doch froh, du hast irgendwie deinen Stil gefunden. Die Leute stehen drauf und buchen dich immer wieder. Das ist doch klasse. Wenn man das natürlich als Hobby betreibt, fragt man sich, irgendwie kommt da noch was, geht das weiter oder stagniere ich da jetzt? Glaubt, dass es in der Fotografie grundsätzlich so ist, dass anfangs die Lernkurve relativ steil ist, also dass man sehr, sehr schnell besser wird, wenn man sich intensiv damit beschäftigt. Bei vielen kommt dann ein Loch, wo erstmal, oder ein Loch ist falsch und dann wird diese Kurve wesentlich flacher und man muss, glaube ich, sehr viel mehr experimentieren, sehr viel mehr Zeit aufwenden, um dort wieder eine Steigerung reinzusetzen. Gerade wenn man so einen etwas eigenen Stil verfolgt, der ja auch sehr, sehr wirkungsvoll, sehr plakativ ist, dann ist es ja so, dass man dann erwartet, dass man noch irgendwas findet, was nochmal so einen großen Knall draufsetzt. Und ich glaube, den kann es bei so einem Stil nicht geben. Ich würde dir empfehlen, wenn du da nochmal einen frischen Wind reinbekommen willst, mach mal etwas, was dir nicht erlaubt, deinen Stil anzuwenden. Oder setz dich bewusst mal einer Herausforderung aus, die nicht deinem Stil entspricht. Also guck über den Tellerrand. Versuch dir ein Thema zu finden, wo du dann mal ein Wochenende zu dem Thema unterwegs bist und was du fotografierst. Also vielleicht irgendwas, was dich außerhalb der Fotografie noch interessiert, wo du aber vielleicht nie auf die Idee gekommen bist, dazu mal Fotos zu machen. Vielleicht ist es für dich mal was, dokumentarisch rauszugehen und bestimmte Dinge einfach zu fotografieren, die zu einem Thema gehören. Ich habe es schon mal jemand anderem, glaube ich, in der Gruppe gesagt, der auch ein ähnliches Problem hatte. Ne? Was soll ich denn fotografieren? Es gibt ja nichts. Es gibt eigentlich immer was. Und wenn man sich ein völlig bescheuertes Thema sucht, also was man machen kann, dass man geht einfach raus und sagt so, Mensch, ich ziehe jetzt los und fotografiere, suche Leute mit Hut und fotografiere einfach so Street-Fotografie-mäßig Leute mit Hut. Muss man ja nicht veröffentlichen, kann man für sich selber machen, dann ist das auch vollkommen okay. Das wäre eine Möglichkeit. Oder eine andere Idee, such geparkte Autos, die in der Kombination, so wie sie nebeneinander stehen, die Farben irgendeiner Landesflagge ergeben oder sowas. Also es hilft manchmal, sich auf den Weg zu machen und etwas zu sich in den Kopf zu setzen, was man suchen möchte und was man dann fotografiert. Das sind Möglichkeiten. Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, sind jedenfalls Möglichkeiten, die du nutzen kannst, um dann nochmal einen anderen Eindruck zu bekommen. Ich hoffe, die Kritik hat dir was gebracht. Vielleicht auch die Idee, da mal über den Tellerrand zu schauen und mal was anderes zu machen, um vielleicht auch einen neuen Impuls zu bekommen, der deinem Stil weiterhilft. Ich würde sagen, das war's mit den Fotos von Peter. Und wir schauen, was wir noch so haben.
Ja, kommen wir jetzt zu den Fotos von André. Er fotografiert nicht mit einer Spiegelreflexkamera und sondern mit einer Canon Digital IXUS, wenn ich das richtig gesehen habe. Daher kommen auch für diejenigen, die sich wundern, diese etwas eigenartigen Brennweiten von zum Beispiel 5,9 zustande, was einer Spiegelreflexkamera ja ein extremes Fischei wäre. Das ist natürlich dann an diesen Kameras nicht der Fall, deswegen auch einen etwas eigenartigen ISO 80 Wert und ja, hier Blende 9 und eine 200stel Sekunde für all diejenigen, die so auf diese Werte stehen, sei es hiermit gesagt. Ja, das erste Foto ist ein Löwenzahn, eine Pusteblume. Ich finde, was dir gut gelingt, ist auf jeden Fall die Bildaufteilung, also die Platzierung der einzelnen Elemente auf dem Bild. Ich finde es hier auch gut, dass wir hier die Schärfe hier nur so in so einem kleinen Bereich hier in der Mitte haben. Dieser Punkt liegt zumindest ja auch recht gut auf so einem Kreuzungspunkt der Drittellinien. Deswegen finde ich das auch wieder ganz passend. Drittellinien mag ich ja sowieso, ist ja bekannt. Einziger Kritik. Tickpunkt hier an der Stelle wäre für mich dieses Blatt, was hier so seitlich reingeht, was für mich so ein bisschen den Frieden, die holde Dreisamkeit stört, weil es auch recht dicht an der Schärfeebene liegt, leider. Also das vielleicht noch aus dem Weg genommen wäre perfekt gewesen. Etwas unruhig hier im Hintergrund an der Stelle, aber finde ich nicht tragisch, weil auch insgesamt das hier ja sehr, sehr wuselig, sehr unruhig ist. Gar nicht so tragisch. Belichtung finde ich super, dass hier der Himmel auch noch so richtig schön blau ist. Das ist dir rundum gut gelungen. Gehen wir mal zum nächsten Bild. Ja, hier eine Katze, keine Pflanze. Finde ich auch gut gelungen. Ich vermute mal, oh, hier ist es jetzt wieder interessanter zu gucken. Das scheint keine Digital IXUS mehr zu sein. Die Werte kommen doch eher so in Richtung Spiegelreflexkamera. Können wir mal gerade schauen, was das ist. Ja, eine 600D in dem Fall als Kamera. Und nur der Vollständigkeit halber, ISO 200, 50, 43 mm und Blende 5 bei einer 60stel Sekunde. Ja, gut scharf ist das Ganze auf jeden Fall geworden. Da gibt es nichts zu meckern. Was ich ein bisschen schade finde hier von der Bildaufteilung, ist, dass mir hier die Pfote fehlt. Das wäre schon schöner gewesen, wenn die noch komplett drauf gewesen wäre. Ein bisschen Platz nach oben wäre auch gewesen. Damit hättest du hier auch so ein bisschen diese ausgebrannte Stelle losgeworden, die ich aber ansonsten, weil sie eben hier so im Hintergrund ist, auch nicht schlimm finde. Aber es ist halt so eine helle Stelle, auf die man auf jeden Fall guckt, statt auf die Augen der Katze. Was ich vielleicht noch überlegt hätte zu tun, auch wenn es jetzt hier kein RAW-Bild ist, vielleicht ein bisschen die Augen aufzuhellen, um hier noch ein bisschen Leben mehr reinzubekommen. Aber das wäre ein Detail. Schauen wir mal zum nächsten Foto. Ja, hier wieder ein Pflanzenbild. Auch das vermute ich von den Werten her schon wieder mit der Canon 600D gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch hier wieder Bildaufteilung toll. An der Stelle so ein bisschen als kleiner Kritikpunkt, das mache ich ja immer mal wieder gerne, ist das Logo lenkt hier doch wieder sehr stark ab. Das kann durchaus noch ein bisschen kleiner werden oder vielleicht auch ein bisschen transparenter machen. Also einfach in der Deckkraft runternehmen. Denn wie gesagt, an so einer Stelle wie hier ist das Logo auch wirklich innerhalb von Sekunden rausretuschiert. Einen Schutzeffekt hat es nicht. Dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht und auch im Rahmen dieser Fotokritiken schon oft genug gesagt. Gefällt mir sehr gut, auch sonst von der Bearbeitung. Unschärfe im Hintergrund ist toll, Farben sind toll, gefällt mir gut. Scharfe Punkt müsste man jetzt mal gucken. Ich würde sagen, er sitzt da, wo er meiner Meinung nach hingehört, hier. Vielleicht ein bisschen weiter abblenden als die 5,6, dann kriegt man noch mehr von der Pflanze scharf und der Hintergrund verändert sich nicht großartig. Aber insgesamt finde ich das ein sehr, sehr gutes Bild. Ja, beim nächsten Bild haben wir hier einen Bachlauf. Man sieht hier 1,6 Sekunden, Blende 20. Ich weiß nicht, ob du hier noch zusätzlichen Neutraldichtefilter verwendet hast, um das hier das Wasser so ein bisschen weicher zu bekommen. Vielleicht hast du es auch nur über die Blende gelöst. Die ist halt, wie gesagt, mit Blende 20 extrem, extrem abgeblendet, einfach um die lange Belichtungszeit hinzubekommen. Das war hier dein Plan.
Deswegen ist es natürlich auch überall gleichmäßig scharf, unscharf im Vordergrund, im Hintergrund darf man da nicht erwarten. Da aber auch alles mehr oder weniger auf einer Ebene liegt durch diesen Blick von schräg oben drauf, ist das auch nicht weiter notwendig. Was ich allerdings finde, ist, dass das, worum es bei so einem Foto ja geht, nämlich der Bachlauf, dass das hier so ein bisschen untergeht. Wir haben hier viel zu viel andere Dinge, viel zu viel andere Details und da wäre es halt einfach besser gewesen. Ich weiß nicht, inwieweit das die Umgebung zugelassen hat, einen anderen Blickwinkel auf die ganze Sache zu finden. Der ist hier, also im Gegensatz zu den anderen Fotos, die finde ich wirklich sehr, sehr gut von der Komposition sind, ist das hier ein klein bisschen zu kurz gekommen und hätte an dem Punkt besser sein können. Ja, nächstes Foto, das finde ich persönlich wieder sehr spannend. Hier haben wir einfach ein Herbstbild im Gras liegen und das finde ich sehr, sehr schön, so wie es gemacht ist. Wir haben hier so einen klaren Hintergrund, eben mit einer unscharfen Ebene. Wir haben aber hier auch noch ein paar Dinge im Vordergrund, die ebenfalls unscharf sind. Und das Ganze zieht einen eben auf die scharfe Ebene, die hier einfach durch das untere Drittel verläuft. Und da sitzt dann eben auch dieses Blatt drin, was von den Farben her anders ist als alles, was drumherum ist. Das heißt, wir haben hier auch einen schönen Farbkontrast, der mir sehr gut gefällt. Insgesamt sehr gelungenes Bild. Gibt es was, worüber ich meckern kann? Ich glaube, an dem Punkt bei dem Bild nicht. Das waren deine 5 Bilder. Wir sind schnell durch, aber wie gesagt, sehr schöne Bilder. Mach auf jeden Fall in dem Stil weiter. Denk nochmal über das Logo nach, ob du da vielleicht noch ein bisschen was dran drehen kannst. Und kleiner Tipp von mir noch vielleicht, außer dieses Copyright, was so ein bisschen überflüssig ist, weil klar sind deine Bilder, hast du ein Urheberrecht, ob du es hinschreibst oder nicht. Was du noch zusätzlich machen kannst, wäre einfach hier vielleicht eine Webadresse, damit man eben auch rausfinden kann, wo man noch mehr Fotos von dir sehen kann. Ja. Ja, last but not least die Fotos von Marco. Und Marco hatte geschrieben: Hi, ich bin im Grunde genommen ein völliger Einsteiger in die digitale Fotografie, auch wenn ich schon seit ein paar Jahren eine Powershot von Canon besitze. Viel gemacht, außer Knipsen, habe ich damit nämlich nicht. Ich habe jetzt vor kurzem eine gebrauchte Lumix FZ30 bekommen und möchte jetzt mehr aus der Kamera herausholen als nur Knipsbilder. Da ich merke, dass Fotografie als Hobby mir irgendwie liegt. Ich habe mich bisher mit der Produkt- und Naturfotografie befasst und würde mich über eine fachkundige Beurteilung meiner bisherigen Versuche freuen. Die Bilder sind teils mit der Canon, teils mit der Lumix aufgenommen. Wie den Bilddaten zu entnehmen ist, habe ich auch ein bisschen mit GIMP experimentiert. Okay, schauen wir uns die Fotos mal an. Also, das hier ist definitiv ein Foto aus der Kategorie Produktfoto. Und ja. Was gibt es zu diesem Foto zu sagen? Also, wenn ich das Ganze mal, also klar, dass du Einsteiger bist und dass du deswegen, dass man das mit gewisser Vorsicht sehen muss, aber bei Produktbildern gibt es halt einfach auch nicht so viel, was man dazu sagen kann. Ich finde, das ist halt ein sehr, sei mir nicht böse, aber ich würde das Foto fast als langweilig bezeichnen wollen. Und zwar, weil mir hier etwas fehlt. Also das ist ein super Foto, wenn die Aufgabe gewesen wäre, ein Katalogbild zu machen für einen Schreibwarenkatalog. Und da ist die Aufgabe, diesen Tesa-Klebefilmroller abzubilden für den Katalog. Dann hast du einen super Job geleistet, bis auf Kleinigkeiten, dass hier noch irgendwas an dem Roller klebt und dort. Also in so einem Fall müsste man bei so einem Produktbild halt eben sauber machen und was mir hier eben auffällt, die Ausleuchtung des Untergrund bzw. Hintergrundes ist nicht ganz so perfekt gelungen, weil wir haben hier oben so eine etwas hellere Stelle. Sowas kann man vermeiden, indem man einfach die Lichtquelle weiter wegnimmt vom Hintergrund, damit es eben hier keine heißen Stellen gibt, die besonders hell sind und dann einen starken Lichtabfall hat, es sei denn, das ist irgendwie gewollt. Ansonsten ist das Licht ja sehr, sehr schön, es ist recht weich, das sieht man hier unten auch an dem Schatten. Das hat schon gut funktioniert, so wie es beleuchtet ist. Aber wie gesagt, es ist halt ein bisschen langweilig, weil es wirklich ein Produktkatalogfoto ist. Ansonsten aber eigentlich eine saubere Arbeit. Nächstes Foto. Auch das ist nach demselben Schema gemacht. Also es ist ein Produkt. Ich vermute, es ist irgendwie eine Art Feuerzeug oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Ist auf einen Hintergrundkarton gestellt worden und ist fotografiert worden.
Das ist auch wieder gut gelungen, aber auch hier fehlt mir irgendwie, um es jetzt wirklich als tolles Bild zu empfinden, dass ich mir an eine Wand hängen würde, fehlt mir irgendwie eine Story, mir fehlt irgendwie was drumherum, mir fehlt, dass irgendwas passiert damit. Gut, vielleicht ist das nicht die Aufgabe von Produktfotografie, aber das ist das zumindest, was mir ins Auge geht. Für mich ist das ein Katalogfoto, was man verwenden kann, um zu sagen, okay, ich will dieses Produkt eventuell kaufen. Aber es ist halt auch leider sehr emotionslos und ich brauche irgendwie Emotionen, um ein Foto richtig gut zu finden. Das ist das, was mir jetzt so ein bisschen abgeht. Okay. Hier übrigens ist die Beleuchtung des Hintergrundes, finde ich, besser gelungen. Hier fehlt oder hier gibt es diese heiße Stelle eben nicht. Ja, hier haben wir ein Foto dann aus dem Bereich Naturfotografie, wie du das eben schon gesagt hast. Hier leider keine EXIF-Daten dran. Ich glaube, die Fotos kommen von Facebook, wenn ich das aus dem Dateinamen richtig lese. Da gehen die leider kaputt. Da gibt es dann keine EXIF-Daten mehr. Was mir aber auffällt, ist, dass dieses Foto definitiv in irgendeiner Form eine Verwackelung erfahren hat. Also man sieht es hier so ein bisschen an den Rändern. Da ist irgendwas passiert, da ist irgendwas verwackelt, deswegen sieht das Ganze so ein bisschen unscharf aus. Auch die Blende ist hier noch zu weit offen. Ich vermute mal, dass du hier die maximal 5,6 oder sowas des Kit-Objektives ausgenutzt hast. Durch die Brennweite und die dadurch sich ergebende weitere Entfernung zu dem Objekt, weil damit du es ganz drauf bekommst, sorgt dann eben hier für eine nur sehr ja, mäßige Unschärfe im Hintergrund, was für das Foto nicht so richtig schön ist. Dann will ich auch ein bisschen kritisieren die Wahl des Motives, denn diese Blätter mit dem Schwarzen dran sind jetzt nicht unbedingt die schönsten, um ein Foto zu machen, was irgendwie interessant aussieht. Insgesamt sind hier lauter Farben drin, eben hier dieses Gräuliche im Hintergrund und hier dieses Schwarz-Gelbe, die nicht so wirklich ansprechend sind, wo man sagt, hey, wow, ne, das ist irgendwie toll oder das vermittelt mir jetzt irgendwie in einer besonderen Weise den Herbst. Das fehlt an dem Foto noch so ein bisschen. Also das Fotografieren ist nicht nur der technische Vorgang, irgendwie das Foto zu machen und das Motiv zu finden, sondern es ist vielmehr auch das Motiv zu finden. Also ein Motiv zu finden, was ansprechend ist, was schön ist. Dieser technische Vorgang des Knöpfchendrückens hinterher, das macht nicht die Kunst, sondern die Kunst macht das, was vorher im Kopf stattfindet, wo du versuchst, etwas zu finden, etwas Bestimmtes zu finden, wo du eine, ja, es klingt vielleicht jetzt hochtrabend, aber wo du eine Vision hast, wo du das Bild schon vorher im Kopf hast und sagst, so, ich lege jetzt alles dran, diese Elemente zu finden, die mir eben ermöglichen, das Bild, was ich im Kopf habe, dann auch umzusetzen und zu machen. Und hier ist halt für mich so ein bisschen die Geschichte, die mir dieses Bild erzählt. Vielleicht tue ich dir Unrecht. Spaziergang mit der Kamera gemacht, am Rand vorbeigegangen, diesen einzelnen Stängel gesehen und gedacht, hey Mensch, mach mal ein Foto von. Und mehr erzählt mir das Bild nicht, auch wenn du vielleicht mehr reingelegt hast, aber das ist das, was letztendlich von dem, was du dir vielleicht überlegt hast, übrig geblieben ist. Nächstes Foto passt auch wieder zum Thema Herbst. Hier kann man zwar sagen, ja, man könnte zugestehen, wir haben hier schon diese braunen, vertrockneten Blätter, ist das Wort, wonach ich gesucht habe. Und wir haben hier noch so das einzelne bisschen Grün, was sich standhaft wehrt. Das ist richtig, aber insgesamt auch keine so ansprechenden Farben. Also das ist nicht das, was man unbedingt sehen will für ein Herbstbild. Und wenn ich jetzt einfach mal unterstelle, du wolltest ein schönes Herbstbild machen und eben nicht ein Anti-Herbstbild, wo es eben eher darum geht, die hässlichen Seiten des Herbstes zu zeigen, dann musst du da einfach länger auf die Suche gehen nach dem richtigen Motiv. Und da finde ich halt eben diese braunen Blätter, die haben eine weniger schöne Botschaft. Dann auch problematisch an dem Foto ist, und das vielleicht nur so als Tipp, wir haben hier im Hintergrund einen sehr, sehr hellen Himmel, der noch teilweise durch die Blätter durchgeht. Und dir, wenn du so nach oben fotografierst und hier sieht es so aus, als wäre das tatsächlich passiert. Also, als hättest du von unten in die Wipfel fotografiert. Dann strahlt dir hier natürlich das Licht wirklich gerade frontal in die Linse rein und das sorgt für einen Kontrastverlust. Wenn du eine Streulichtblende hast, ich weiß nicht, ob du sie drauf gehabt hast oder nicht, mach sie auf jeden Fall drauf. Das hilft bei sowas. Wenn es aber natürlich frontal von vorne kommt, hat auch die Streulichtblende keine Chance. Und das sorgt dafür, dass dem Foto so ein bisschen der Kontrast fehlt. Und man sieht es hier auch, wenn man in das Histogramm guckt, hier im hinteren Teil, in dem schwarzen Teil, fehlt ein bisschen was.
Und da kann man halt einfach hergehen und durch den Einsatz einer solchen Blende, ohne es eben in der Nachbearbeitung machen zu müssen, kann man halt einfach Kontrast wieder reingeben, indem man dafür sorgt, hey, das Ganze geht noch ein bisschen nach hinten. Aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich ein Foto, wo ich das nicht unbedingt machen würde, weil mir fehlt hier einfach tatsächlich so ein bisschen das Leben, das Interessante in dem Foto. Gucken wir mal in dieses Bild rein. Ähnliche Location. Hier eigentlich ganz schön im Hintergrund diese Lichtpunkte zu haben. Du hast sicherlich gemerkt, wenn du näher an was rangehst, dass das dann viel, viel unschärfer wird im Hintergrund. Das kannst du bei sowas nutzen. Auch hier aber derselbe Kritikpunkt wie eben. Die Wahl des Motives, es sind einfach keine schönen Blätter und das ist kein Herbstfoto, was ich mir persönlich so an die Wand hängen würde. Wenn man jetzt kleinlich sein möchte, dann muss man sagen, hier so die Spinnenweben weg oder sowas, das kann man in der Nachbearbeitung machen oder währenddessen mal eben mit der Hand. Aber im selben Kritikvideo eben hast du ja das Beispiel des Fotos gesehen, was da so im Gras lag. So eine Situation, das ist für mich ein sehr, sehr ansprechendes Foto. Ist sicherlich in dem Fall nicht von einem Einsteiger gemacht worden. Deswegen möchte ich dir das nur also als Tipp geben. Es ist dieselbe Idee gewesen. Er wollte ein Herbstfoto machen, du wolltest ein Herbstfoto machen und du siehst einfach, wie unterschiedlich das geworden ist. Und das lag sicherlich daran, dass eben bei dem Foto sicherlich länger geschaut wurde, welches Blatt nehme ich, wo platziere ich das, um dieses Gesamtfoto zu erzeugen. Da hat sicherlich mehr Arbeit drin gestanden im Bereich Planung, Finden der richtigen Stelle, Finden des richtigen Blattes und so weiter und so fort. Aber in Ansätzen ist es ja da, ne? Du weißt, wie du das hinbekommen kannst, dass du eben so einen schönen weichen Hintergrund hinbekommst. Daran musst du jetzt einfach arbeiten, das musst du nutzen, such dir ähnliche Motive und mach dich einfach frei von dem Gedanken, dass das Foto in dem Moment entsteht, wo du auf den Auslöser drückst. Das ist nämlich nicht so. Das Foto entsteht eigentlich bei allem, was davor passiert. Und je länger das Foto vor dem Drücken des Auslösers braucht, desto besser wird es wahrscheinlich. Gut, das waren deine Fotos. Ich hoffe, die ganzen Informationen waren auch für dich wieder nützlich, waren für euch alle, die ihr zugeschaut habt, nützlich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Falls ihr noch mehr Videos wie dieses haben wollt, seien es nun Fotokritik oder Kritikvideos oder generell Videos über das Thema, wie fotografiere ich, was kann ich mit meinen Bildern so alles anstellen, dann schaut definitiv in meinem Kanal vorbei und abonniert den, falls ihr nicht sowieso schon Abonnenten seid. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.